Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Ja, unsere Lena, die repariert hier wieder so einiges. Moment, haben wir das? Jetzt Teile plündern. Plünder mal noch ein bisschen. Was habe ich jetzt? Achso, das ist das Zeichen für Teile plündern. Ach, und ich habe die eigentlich geschickt, dass sie mal zusammenspielen. Ja, macht einfach mal. Und unser, jo, eigentlich jüngster, nee, warte mal, der Tristan. So, Tristan, was mache ich mit dir? Eigentlich solltest du doch Schach spielen, mein Junge. Oh, habe ich das falsch rum gemacht? Naja, mach jetzt mal deine Hausaufgaben. Und Thomas braucht ein bisschen Kreativität. Warte mal. Ich schicke ihn mal zum Leute fortsetzen. Bin ich jetzt verkehrt hier? Warum geht er denn jetzt? Hallo? Achso, doch, es ist er. Meine Güte. Ich verwechsel die zwei schon, ja? Also das ist ja echt krass. Tristan ist der hellere eigentlich, aber die sehen ansonsten ja echt total ähnlich sich hier aus. Also, jo. Egal. Okay, also, was haben wir denn? Ja, er darf noch ein bisschen schlafen. Unsere Lena, die muss die nicht um die Zeit immer zur Arbeit. Achso, die hat heute frei. Na, das ist ja gut. Das haben wir abgeschlossen. Genau, Teile plündern und dann könntest du das hier noch hinten aufräumen und dann noch was essen. Taco-Auflauf, ja, das wär's. So. Was habe ich jetzt mit dir, Tristan? Das haben wir jetzt geschafft, oder? Zweimal Hausaufgaben machen, werden konzentriert. Oh nein, Tristan, stopp, stopp, stopp. hör mal auf. Konzentriert, wie werde ich denn konzentriert? Verdammt. Wie mache ich denn das, dass ich konzentriert bin? 3 Stunden. Lies ein Buch oder spiele Schach, um Konzentration aufzubauen. Oh nein. Aktionen überdenken. So, vielleicht in die Richtung. Ah. Hi, Bob. Bob. Hi, Bob. Hereinbitten. Wo bin ich denn gerade? Also ich esse gerade was. Komm mal rein, Bob. Ich esse noch gerade fertig. Wobei, ich brauche es eigentlich nicht fertig essen. Die läuft immer noch in ihren Schlafklamotten, oder? Aber ist ja eigentlich nicht schlimm. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Gitarrensolo, Muskeln zeigen. Oh, ich bin ja gerade selbstbewusst. Über Lieblingsschriftsteller reden. Flirten, die Tag verschönern. Unglaubliche Geschichte und so weiter. So, dann hat sie immer ein bisschen. Dann können wir das hier. Achso. Noch aufräumen. Und unser Thomas, der schläft irgendwie. Leg dich doch richtig schlafen, Thomas. Wenn schon, denn schon. Ich bin konzentriert. Ja, juhu. So, warte. Hausaufgaben machen, wenn konzentriert, hieß es. Von daher, zweimal Hausaufgaben machen, wenn konzentriert. So, also das sollte jetzt, hoffe ich mal, funktionieren. So, die Aktion muss ich mir auch immer merken hier. Was denn jetzt genau was bedeutet. Oh, das haben wir fertig gemalt, glaube ich. So, warte mal. Das können wir noch... Hier? Ja. Die werden auch immer besser mit den Gemälden hier. Kann man die Dinge eigentlich verkaufen? Ja, kann man. 6 Simoleons, 2, 7. Na, das sind doch schon kleine Beträge hier. So. Irgendwie sollte ich dann auch mal, vielleicht so früher oder später mal... mit den Jungs. Jawohl. Oh, Bob ist kokett. Wie ist denn das passiert, ihr zwei? Romantisches Dekor. Oh Gott, ja, okay, deswegen. Oh, Versprechen, Lied zu widmen. Knuddeln. Flirten. Star imitieren, das könnten wir doch machen. Oh, mehr geht nicht. So. Wegwerfen, ja, okay. Wie schaut's aus mit dir?
Du kannst noch ein bisschen Schlaf gebrauchen. So, deswegen, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. So, Hausaufgaben sind fertig von Tristan. Sag mal, Tristan. Ja, eins haben wir gemacht. Okay. Was kann ich denn dir eigentlich noch Gutes antun, Tristan? Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ich hier alles noch so für Sachen machen könnte. Könnte ich zum Beispiel... ja, ich könnte wahrscheinlich. Okay, mal. Das gehört aber zur Kreativität, okay. Was könnte ich hier tippen üben? Mit Ute Schäfer chatten. Tippen üben. Musikalische Unsicherheit, okay. Oh, Tristan. Lass das mal, ist alles gut. Armer kleiner Mann. Ja, okay. Brauchst nicht beschämt sein, das passiert uns allen. Naja, also, so. Dann, du gehst dann mal auf Toilette und kannst dir den Rest vielleicht auch sogar aufessen. Mal gucken, wie weit das dann dir gut tut. Steh einfach mal auf. So, Lena. Lena unterhält sich als weiter mit unserem, mit dem Bob hier. Also, ja, Bob ist kokett und irgendwie flirten die, oder? Unbehagliche Begegnung. Oh, die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Erzähl einen Witz oder blaute mit einem anderen. Okay. Ich erzähl mal einen Witz, aber ich glaube, das hatte ich hier auch schon irgendwo. Warte mal, was Lustiges. Polizistenwitz machen. Das machen wir noch. Warum auch immer die... Jetzt bin ich auch noch kokett. Na toll. Ich sollte mit meinem Mann flirten, nicht mit Bob. Bob ist verheiratet. Kann ich eigentlich... Warte mal, kennenlernen? Bitte zu gehen? Nee, freundlich. Bitten einzuziehen? Na, also... Nein. Beziehungstipps geben. Und Thorsten, was machst du? Thorsten, mach das doch mal weg. So nicht wahr. Und dann zieh dich mal an. Outfit ändern, Alltagskleidung. So, was kann ich denn dir eigentlich noch so Gutes tun? Tristan macht alles weiter. Super, Malerei, Videospiele. Kochen, Charisma, Programmieren, Logik. Logik, wie macht mich nochmal Arbeit? Das könnte ich ja auch wirklich... Na, wobei. Wir gehen mal wieder malen. Ein klassisches, großes Gemälde. Darfst du mal wieder malen, während Tristan, glaube ich, langsam zu müde wird. Genau, du kannst mal auf Toilette und dann auch dich schlafen legen. Das macht, glaube ich, auch ganz gut Sinn. So, unsere Lena, die quatscht als weiter. Partner mit Lob überhäufen. Oh, den Partner mit Lob überhäufen. Ah, wird zu beenden erzählen. Neue Alben schwärmen und so weiter. Von Alben über Geschicklichkeit reden. Naja, gut. Oh, Tristan, ja, kann wie ein Champion pieseln. Nee, also das müssen Erwachsene sauber machen, das auch. Eieiei. Säubern, so, und dann verbessern können wir ja auch mal. Robuste Armaturen, das können wir doch mal machen. Mit unserer lieben Lena. Was male ich denn hier? Ich male hier wirklich ein Gesicht? Oder eigentlich zwei, da wird noch ein zweites draus. So, ja, wow. Das habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Noch kann man nicht, noch ist nicht fertig. Halt, stopp, so. Jetzt ist es fertig. Rahmen, warte. Wow, also eigentlich wirklich ein ganz schönes, groß ausgezeichnetes 607 Simoleons. Ja, das müssen wir natürlich verkaufen. Und malen gleich nochmal ein impressionistisches, großes Gemälde. Aber... spielen mit Bob. Ich gehe erstmal rein und schon spielen. Mann, Gott, so viel Kohle hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich.
Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht. Sozial und Spaß. Ich hoffe, das macht das Schachbrett beides. Was ich jetzt eigentlich wirklich als erstes kaufen sollte. Was mir immer noch nicht so ganz gefällt, ist, dass das ein großer Raum ist. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon so verziehen kann. Ach was, komm, wir machen mal. So, was ich machen möchte, ist das noch ein bisschen nach draußen ziehen. Genau. Nee, nicht Stockwerk entfernen. Nee. Ich will nicht kein Stockwerk entfernen. Ich möchte genau dann damit ein bisschen näher kommen. Das kann ich euch beide. Nee, das ist, kommt nicht so gut, glaube ich. Jetzt bin ich gerade noch ganz kurz am Überlegen. Ein eigenes Büro wäre natürlich ganz, ganz toll. Aber wenn man hier so reinkommt, könnte man erstmal. Warte mal, ich stelle mal das Klavier nach draußen. Und das hier kommt schon auch ins Wohnzimmer. Weil ganz toll wäre es hier eigentlich. Wandmuster? Nee, ich brauche mal Wände. Wände? So. Wenn ich hier einen kleinen Flur hätte. Aber dann habe ich da wiederum einen großen Flur gemacht, ne? Aber das könnte was Offenes ja quasi sein. Also, das ist, manchmal ist das wirklich das Doofe, wenn man erst einmal was baut und dann später. Oh mein Gott! So, schon ist die Kohle wieder weg. Na, das ist doch toll, oder? So was Blödes. Habe ich irgendwelche. Ja, da. Bogen im Missionarstil. So. Machen wir so. Ja. So. Oh, ich muss, glaube ich, gleich niesen. Entschuldigung, das ist so der Heuschnupfen, der jetzt leider wieder anfängt. Ach, Mann. Okay, also so ganz zufrieden bin ich noch nicht und so ganz wird es auch noch nicht sein, aber ich mach mal hier das noch hin. Das hier stelle ich mal an die Wand. Ich weiß, das passt noch nicht so ganz alles zusammen, aber also mit euch beiden. Warte mal. Achso, warte. Das könnten wir eigentlich so in dem. Oder? Oder stelle ich das. Nee, ja. Was sieht ganz gut aus im Flur? Naja. So. Das hier passt hier besser rein. Die Wände natürlich von den Farben her. Oh Mann, warum habe ich jetzt nur noch 16? Was habe ich denn jetzt wieder gekauft, Mann? Komm, du musst jetzt leider, sorry, du musst Kohle verdienen hier, damit wir noch ein bisschen dingsen können. Also das soll jetzt eigentlich so eine Art Windfang sein. Man könnte hier so garderobemäßig noch einbauen und so. Oh, warte mal, das steht mitten im Weg. Habe ich das jetzt reingestellt? Das sieht doch doof aus. Warte, so. Ja, so in etwa. Das mache ich mal mehr ins Dings und das so. So. Ist natürlich noch alles lang nicht fertig, ja? Also das müsst ihr echt bedenken. Ich wollte auch noch mal ein Fundament irgendwann bauen und vielleicht, also, was heißt vielleicht? Also noch ein Keller. Upgrade abgeschlossen. Wir haben hier das super. So, okay. Dann ist erstmal was öffnen. Ist nochmal so ein Taco-Zeugs. Danach kannst du nochmal auf die Toilette gehen. Und dann könntest du ein Schaumbad nehmen und dann hier auch nochmal was verbessern. Robuste Armaturen. Saubere Beschichtung. Jo, das nehmen wir. So, und er muss natürlich malen. Wie geht's mit meinen beiden Jungs?
Thomas, du könntest jetzt auch mal langsam aufstehen. Verwende mal. Und dann kannst du noch hier auch Taco, sag ich mal. Wie schaut's mit deinen Hausaufgaben? Die Hausaufgaben musst du dann noch machen. Und dann musst du irgendwie noch mal ein bisschen Kreativität machen. Ich setze dich mal ans Klavier. Auch wenn du vielleicht dann wieder beschämt bist oder sonstiges, aber... Ich glaub's nicht. Die ist mit ihren Klamotten in... Lena! Mit deinen Klamotten bist du im Schaumbad? Echt jetzt? Das ist ja lustig. Das habe ich noch nicht gesehen. Also ohne Pixel. Ja, aber mit Klamotten und dann macht sie hier ihr Schaumbad. Meine Güte, okay. Schlafliedständchen, Lieder singen. Das mache ich dann mal mit ihr. Ich finde es ja echt Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, das kannst du noch essen. Und den Rest kannst du dann mal aufräumen hier. Sozial, du bist immer noch nicht... Du hattest doch mit Bob... Wo ist eigentlich Bob hin? Bob! Bob ist weg. Oh, bist du fertig? Was ist das? Es ist irgendwie fertig. Es hat in dem Sinne nur 237. Naja, gut, okay. Besser als nichts, mein Lieber. Besser als nichts. Aber das ist echt toll. Lena badet in Klamotten. Ja, da spart sie sich die Wäsche. Wir haben ja eh keine Waschmaschine hier. In den Sims. Von daher, ist ja echt cool. So, und fällt noch eine knappe 6000. Oh, warum fühlst du dich unwohl? Wo ist denn Schmutz? Oh, da hinten. Das machen wir weg. Post haben wir zum Glück momentan keine. Und dann... Ach, verdammt. So. Zu realistisches Großes. Machen wir mal gucken. So, meine liebe Lena. Lena ist verspielt. Hast du jetzt... Nee, da verbessern wir mal... Oh, noch eine robuste Armatur. Ach so, und dann solltest du... Oder wollte ich doch mit dir hier... Lieder singen gehen. So. Er schläft noch. Und Thomas klimpert. So. Ein bisschen muss ich wieder vorspulen. Das sieht so ähnlich aus, als hätte ich das schon mal gehabt, muss ich gestehen. Müsste man ja wirklich... Juhu, Kreativität. Ah, super. Warte. Jetzt haben wir wieder weiter. Dann müssen wir weiter bis zu 10. Müssen insgesamt 5 Stunden Instrumente spielen. Klavier oder Geige. Ja, okay, da sind wir gerade dabei. Und für alle 5 Bildtypen auf dem Kreativkunsttisch zeichnen. Okay. Da haben wir dann ein bisschen was. Und eher, na gut. Zweites Mal konzentrierte Hausaufgaben. Zusatzhausaufgaben können wir noch machen. Können dann nochmal nachdenklich duschen und dann verdammtes Essen aussortieren und ein Buntbarsch nochmal noch essen. So. Ich spule noch ein bisschen vor. So. Warte mal, Thorsten, stopp. Warum bist du traurig? Warum bist du traurig? Oh, Familiensehnsucht. Der ist es aber echt schön, finde ich. Da mache ich mal ein Bild. So. Ein Bild vom Bild. Das. Jo. So. Befehlverhalten belehren. Bei Hausaufgaben helfen. Komm, hilf ihm mal bei den Hausaufgaben. Das ist, glaube ich, auch. Nee, das hilft mir nicht wirklich viel mit den Sozialen. Naja, gut. Zuschauen. Dann können wir... Wir können nochmal ein Techtelmechtel noch machen. Das ist doch immer sozial und Spaß müsste das doch auf jeden Fall bringen. Oder? So, Lina ist auch ein zweiter.
Ich kann immer noch kein Lieder. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. So, geh mal zu deiner Lena und mach mal ein Techtelmechtel mit deiner Lena. Wir verstehen uns ja immer noch nicht so ganz, ne? Also, der grüne Balken ist weit unten drunter. Juhu! Also ab zum Techteln. So, auch wenn sie müde ist. Die beiden gehen jetzt erstmal Techtelmechtel und ich sage aber jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde von der Legacy Challenge. Macht ihr einen schönen Tag. Ciao, tschüss, goodbye. Eure Saki Night Owl.